Hallo Freunde, es ist einmal wieder Zeit für ein italienisches Unboxing. Die Funbox ist eingetroffen. Ah. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing hier auf meinem Channel. Es ist mal wieder soweit, die Funbox ist da. Und ich werde diese Box nun öffnen und wir werden uns gemeinsam am Inhalt dieser wunderbaren Box erfreuen. Hoffe ich doch. Ich muss jetzt mal gucken, wo geht die nochmal auf? Ach, hier geht's auf, genau. Nee, warte mal, wo? Hä? Geht diese Box auf? Hier geht die Box auf. Die ist wunderbar zugeklebt, das ist richtig gut. Das gefällt mir. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendein bestimmtes Thema gab oder irgendwie sowas. Ich weiß es einfach nicht. Aber wir schauen aber mal gemeinsam in dieses wunderbare Stück Nerdbox. Bock. Und wir sehen sofort ein T-Shirt. Das ist toll. Und zwar, oh, ein relativ aktuelles T-Shirt. Ihr wisst ja, momentan im Kino angelaufen ist Justice League. Ja, und hier gibt es ein T-Shirt zu besagtem Justice League. Und was ich immer in der Funbox sehr, sehr geil finde, ist, es sind alles Lizenz-T-Shirts. Das ist toll. Und es ist wieder ein Rotus-T-Shirt. Justice League America. Jawohl, sehr, sehr geil. Seht ihr, ist kein Logo drauf, nichts, ne? Ist einfach ein rotes T-Shirt mit Justice League Schrift. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Hier sehen wir es, wie gesagt, ein offizielles Lizenzprodukt. Das kann ich euch natürlich auch hier an dieser offiziellen Stelle hier zeigen, ne? Ihr wisst Bescheid, DC Comics offiziell lizenziertes Produkt mit Siegel und Logo. Und hier ist das Motiv. Ja, ist cool gemacht. Ist richtig cool gemacht, ist so Comic-Stil-mäßig gehalten, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, finde ich hübsch. Ne, hier mit den amerikanischen Farben noch und so und halt eben so ein bisschen auf Comic getrimmt. Finde ich eine nette Sache und passt natürlich auch zu Justice League selbst und vor allem auch eben zu den Comics. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Puzzle Cube. Ein Puzzle Stress Cube. Okay. Also, ich zeige ihn euch vielleicht einfach nochmal, aber nicht von dieser Seite. Hä? Auf dieser Seite ist nichts. Was? Naja, auf jeden Fall ist es halt so ein Puzzle Cube und es ist getan als Stress Ball. Aber was? Squeeze the stress away. Warum ist auf dieser Seite nichts? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, ja, es ist halt ein Stressball als Cube. Ihr wisst Bescheid, Stressballs. Ich weiß, helfen diese Dinger? Ich weiß, gibt es da draußen wirklich jemanden, der so, wenn er viel Stress hat? Ich meine, ich bin jemand, ich mache mir keinen Stress. Ich habe mir noch nie Stress gemacht in meinem Leben, egal um was es ging. Ich mache mir keinen Stress. Ich bin die Ruhe in Person, tatsächlich. Manche mögen das an mir, manche hassen das an mir, tatsächlich. Aber ich mache mir keinen Stress. Warum auch? Aber wie gesagt, ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Hilft das? Hilft das jemandem, der Stress hat oder der allgemein nervös ist, wenn er auf diesem Ding rumknatscht? Ich weiß, ich kann es nicht einschätzen leider, da ich, wie gesagt, selber so ein Ding noch nie gebraucht habe. Ich finde es aber an sich für dich eine coole Sache. Also wenn es hilft, ist es natürlich eine geile Sache. Und es ist ein cooles Motiv. Da ist was drin. Alter, wie geil. Alter, was für geile Items. Voll geil! Hier haben wir einen Schlüsselanhänger. Und der wird seinen Weg sowas von an meinen Schlüssel finden. Da kannst du einen feuchten drauf lassen. Ein Schlüsselanhänger zu. Voll schlecht nachgemacht, aber ein South Park Keychain. Das ist Cartman, Kenny, Kyle, Stan. Das müsste Stan sein, glaube ich. Ich hoffe, das ist Stan. Bitte lass es Stan sein, sonst sind die Kommentare wieder voll von. Ich hoffe, das ist Stan. Ein kotzender Stan. Sehr geil. Oh, krass, ist das. Oh. Ist das wirklich ein Artikel von 2001? Das wäre krass. Da steht 2001 drauf.
Trademark 2001. Normalerweise steht ja hier immer dann das aktuellste Datum des Jahres drauf, wo das wirklich hergestellt wurde tatsächlich. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Artikel aus 2001. Ich weiß es aber nicht. Das wäre ja richtig krass. Das wäre ja voll das Unique-Stück. Nee, jetzt mal ernsthaft, wäre wirklich so. Aber krass, krass. Dann haben wir hier... Geil! Also, geile Themen auf jeden Fall. Richtig geil. Justice League, guter Stressball, okay, hat kein richtiges Lizenzthema, aber South Park, Justice League, die Simpsons. Auch richtig geil. Das ist ein Duff-Bier. Plüschi sozusagen. Fürs Auto zum Beispiel. Oder für eure Fensterscheibe, theoretisch gesehen. Ich selbst habe hier leider keine Fensterscheibe. Sonst würde ich mir das echt nicht an die Fensterscheibe hängen. UnitedLabels.com. Made in China, natürlich. Was auch sonst. 2011. The Simpsons. Ja, wie gesagt, das ist eine Duff-Bier-Dose. Als Plüschi. Ja, hier. Mit so einem Saugnoppen. Den könnt ihr euch auch locker an eure Nippel hängen. Da habt ihr aber ordentlich was getan am Tag. Ja, wenn ihr bedürftig oder alleine seid zum Beispiel, ja, könnt ihr euch die auch an den Nippel hängen, theoretisch gesehen, könnt ihr die auch für andere, egal, lassen wir das, der Luftdruck muss stimmen, aber egal. Das Ding hat ja hier oben auch so einen Knipser, ne? so ein Pss, was so eine Dose halt hat, aber finde ich cool, finde ich irgendwie geil. Hält das, wenn ich das um meine Tür mache? Oh ja, das hält. Hält das? Ja, das hält. Cool. Jetzt habe ich eine Duff-Bier-Dose an meiner Tür hängen. Finde ich irgendwie geil. So. Hat gut gehalten. Dann haben wir hier eine Mini-Figure-Collection. Und zwar eine Figur. Und das ist eine Nintendo-Figur. Hat das ein Haar drin gewesen? Da ist... Da ist ein Haar drinne. Sieht man das? Da ist ein Haar drin, guck mal. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es geil finden soll oder kotzen soll. Keine Ahnung. Ich lege das mal dahin. Vielleicht lasse ich das noch untersuchen und lasse denjenigen, der das da eingepackt hat, ausfindig machen. Dann gibt's das Maul. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Eine Figur, und zwar eine Super Mario Mini Collection Figur. Und zwar eine Yoshi-Figur. Juhu! Weiß ich, hat mir nicht schon mal irgendwo so ein Ding drin? Ich glaube doch, ja. Okay, das war die Mario-Figur. Und dann kommen wir zum letzten Item. Und es ist ein Funko Pop. Oh, das ist sogar ein Exclusive. Alter, wie geil. Mighty Morphin Power Rangers. Black Ranger. Morphin Exclusive. Wow. Wow, echt krass. Der sieht irgendwie interessant aus. Ich zeige ihn euch mal so. Ne? Dass du Bescheid weißt. Und dann hole ich ihn aber nochmal raus. Aber der sieht niemals so aus wie auf der Verpackung. Ist das eine Chase? Ne, ich glaube, ein Chase hat wahrscheinlich. Ein Chase hat, glaube ich, ein Dings, ne? Ein Aufkleber. Das ist ein Chase, ist, oder? Ich weiß es nicht. Er sieht auf jeden Fall nicht so aus wie auf der Verpackung. Was? Also, ich zeige euch mal hier, ne? Verpackung. Black Ranger, weißt du Bescheid? Und die Realität. Was? Warum? Hä? Der ist doch komplett hohl. Ja, also... Boah, der riecht ganz schön nach Vinyl. Jetzt ist langsam bald alles runtergefallen. Ich mach die Unboxing am besten demnächst auf dem Boden. Dann kann wenigstens nichts runterfallen. Ja, weiß ich nicht. Ich finde den an sich, der sieht cool aus. Gar keine Frage. Die finde ich es ein bisschen verwerflich, dass der auf der Verpackung irgendwie komplett anders so aussieht, wie er dann auch tatsächlich, also wie er dann da drin am Ende aussieht. Das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen bescheuert. Aber er sieht cool aus auf jeden Fall. Er hat eine ganz nice, mit diesem Glitzer und so, das ist schon ganz lustig, aber weiß ich nicht, also ja. Cooler Pop, es ist ein Pop, es ist ein Funko-Pop, mein Gott. Da brauchst du, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Wir haben noch das Lootbook oder das Loot-Zettelchen. Oh ja, December's Theme is Geek Christmas. Ja, da freue ich mich schon drauf. Weihnachtssachen mit Geek gemixt. Da freue ich mich tierisch drauf. Vorne drauf sehen wir natürlich auch schon Batman als Dingens, als Rentier und den guten Darth Vader als Weihnachtsmann. Sehr, sehr geil.
freue ich mich schon drauf. Also wir hatten das Plush-Dingens, genau, das hatten wir drin, das hatten wir drin, das passt auf. Morphing Exclusive Black Ranger. Nein, der heißt tatsächlich so und der sieht auch bei jedem so aus, also ist kein Chase oder sowas. Okay. Das Novembers Box-Thema war, was war das? Das Novembers Box-Thema war tatsächlich Back in Time. Ja, das passt. Das passt. Der Schlüsselanhänger von South Park, das passt alles. Alles easy, finde ich gut. Dann haben wir noch den Stan Keychain. Krass. Also immer noch krass, muss ich aber sagen. Und hier hätte es tatsächlich noch Mario, Luigi, Toad gegeben und einen springenden Mario und eben Yoshi als diese Nintendo Collection Figur. Ja, steht auch Assorted tatsächlich. Cool. Die Box ist geil. Die Box ist richtig geil. Gefällt mir super gut. South Park Items hat man ganz, ganz selten mal in Boxen drin. Ne? Genauso wie Simpsons Items tatsächlich. Deswegen finde ich das schon mal absolut top. Finde ich richtig cool. Ein Funko Pop, der, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen kurios wirkt, aber doch ganz cool ist auf jeden Fall. Und ein Justice League T-Shirt, so wie den Stress Ball. Und ein Haar. Wir haben ein Haar bekommen. Das ist das Funbox Premium Item gewesen. Ja, das muss ich jetzt wegschmeißen tatsächlich. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, checkt Videobeschreibung und Kommentare. Da findet ihr den Link zu dieser wunderbaren Box, wenn ihr denn auch eine haben wollt. Ich kann es euch vielleicht nur empfehlen. Also Geek Christmas klingt schon ganz cool auf jeden Fall. Ich freue mich darauf. Wird es natürlich im nächsten Monat auch bei mir auf dem Channel geben. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.